Comeback. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Die letzten 18 Monate durch Covid haben wir eine unglaubliche digitale Beschleunigung erfahren. Pure digitale Prozesse und Kommunikation, die früher unmöglich erschienen, wurden in Windeseile umgesetzt. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendetwas fehlt mir. Oder andersrum gesagt, ich habe keine Lust mehr auf das Videokonferenz-Bingo. Deswegen, welcome back zum 10. Print Day am 5. und 6. Oktober live in Farbe in Präsenz in Duisburg. Auch in diesem Jahr haben wir für Sie spannende Themenblöcke zusammengestellt und natürlich, wir fangen an, wie sich die Digitalisierung auf Produktkommunikation und im Marketing auswirkt. Deswegen haben wir einen Vortrag von Hoffmann, alles bleibt nur anders, wie sieht die Zukunft von B2B-Katalogen aus. In dieselbe Richtung geht der Vortrag von Hans Grohe, Digitalisierung und Print, Widerspruch oder Notwendigkeit. STZ-Ecom wird uns über Customer Enablement einen Vortrag erhalten. Und WAGO, nach einer erfolgreichen digitalen Transformation, wird die Frage beantworten, wie viel Print-Touchpoint haben wir noch? Produktkommunikation muss emotionaler, redaktioneller werden. Deswegen freue ich mich auf den Vortrag von ContentSurf, wie man Product-Stories mithilfe eines PIM-Systems erstellen kann. Für viele eine Selbstverständlichkeit, aber immer ein heißes und sehr wichtiges Thema ist Datenqualität. SQLi wird uns erklären, wie Datenqualität ein Erfolgsfaktor für die digitale Transformation im Marketing sein kann. Der Vortrag von Laudert geht in dieselbe Richtung, nur aus einer anderen Perspektive. Qualitätssicherung im Dynamic Publishing. Voraussetzung oder Enabler. Auch darüber bin ich sehr gespannt. An den Themen merken Sie schon, dass natürlich auch viel im Rahmen der digitalen Transformation, viel mit Veränderungsprozessen einhergeht. Und auch deswegen haben wir einen Themenblock, der sich um den Change-Prozess als solches handelt. Laudert wird aus der Praxis berichten, eine 360-Grad-Betrachtung der Content-Erstellung durchführen unter dem provokanten Titel Scheitern für Anfänger und Fortgeschrittene. Innovation ist aber nicht nur eine prozessuelle Sache, sondern auch aus meiner persönlichen Erfahrung hat Innovation viel mit Menschen zu tun. Deswegen freue ich mich auf Helme Ulrich mit seinem Vortrag Innovation ist Herzenssache. Mitarbeiter zu überzeugen, Mitarbeiter in digitalen oder auch Automatisierungsprojekten mit einzubinden und deren Kraft und Kreativität zu benutzen, ist eine hohe Kunst und deswegen freue ich mich auf den Kundenvortrag von Remmers, wie sie die Mitarbeiterakzeptanz hergestellt haben. Und wenn wir von Mitarbeitern sprechen, geht es natürlich nicht nur darum, die alteingesessenen Mitarbeiter zu überzeugen, sondern natürlich auch junge, neue Mitarbeiter. Und deswegen an dieser Stelle Welcome Millenniums. Und wir haben extra für den Print Day ein Azubi-Camp eingerichtet, damit auch Azubis oder Neueinsteller, Digital Natives, die Kraft, die Kreativität von Print und Publishing erfahren. Der Print Day hat sich über die letzten 10 Jahre als inoffizieller PIM-Branchentreff entwickelt und auch deswegen auch in diesem Jahr ein Themenblock rund um PIM. Ein Vortrag von 4Beyond, der praktisch PIM Next Level betrachtet unter den Stichwörtern PXM und künstliche Intelligenz. SQLi wird uns in seinem Vortrag Artificial Intelligence Zukunft und was bereits heute möglich ist, eine andere Perspektive auf die zukünftigen Entwicklungen geben. Für Teilnehmer, die sich in dem Thema PIM, DAM, Content-Systeme noch nicht so tief auskennen, haben wir auch von Simio einen Einführungsvortrag Content-Systeme für Dummies. PIM-Branchentreff oder inoffizieller PIM-Branchentreff, jede Menge
Systemintegratoren, Kunden und Systemhersteller als solches sind vertreten, zum Beispiel Adobe Experience Manager, Akineo, Zellum, ContentServe, Informatica, Lobster, PIM, Perfion, PIMCore, Prodexa, SAP, Commerce, Debo. Also ich denke, Sie erfahren da einen großen Bandbreite von verschiedenen PIM- und Content-Systemanbietern. Dieses Jahr Zellum als Platin-Sponsor, vertreten mit zwei Vorträgen rund um effiziente Content-Erstellung und wie Marketing- und Publishing-Prozesse gesteuert werden. ROI-Kosten sind natürlich ein wichtiges Thema rund um Multi-Channel-Publishing, deswegen freuen wir uns auch auf den Vortrag von Melaschuk Medien, Kosten sparen im Multi-Channel-Publishing. Natürlich können Neuigkeiten, die Roadmap, die Gedanken zu der Printsuite als führende Publishing-Plattform nicht fehlen. Wir freuen uns natürlich und denken, dass wir die eine oder andere Überraschung haben. Auch Vorträge für den Einstieg, Leute, die die Printsuite mal kennenlernen wollen, sind vorhanden. Auch Einträge zum Einstieg für Leute, die einfach die Printsuite kennenlernen wollen, sind geplant. Rundum natürlich Best-Practice-Beispiele von Kunden, wie zum Beispiel Liquimolli, Vago, Porsche, Festo, Hoffmann Werkzeuge, Igos, Remmers, Lucin, ehemals Pulsiva. Sie sehen ein sehr, sehr breites Spektrum an unterschiedlichsten Themen und natürlich genügend Raum für Networking, für das persönliche Gespräch, für den Austausch, das, was uns die letzten 18 Monate in der digitalen Welt gefehlt haben. Deswegen, welcome back zum 10. Print Day am 5. und 6. Oktober in Duisburg. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.